Moinsens, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir zum 30. Part. Und zum 30. Part sind wir beim Champ. Willkommen, Litaxo. Ich habe schon darauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und? Was hast du alles auf deiner Reise mit dem Pokémon erlebt? Was hast du geführt, als du auf so viele Trainer, andere Trainer getroffen bist? Was wurde in dir erweckt? Ich will, dass du das jetzt alles im Kampf gegen mich einsetzt. Nun, zeig es mir! Ich glaube, ich habe doch mal in irgendeinem Part erlebt, dass ich das in unter 30 Parts oder 30 Parts durchschaffe. Und das ist jetzt der 30. Part und ich denke mal, dass ich nur 10 Minuten ausreichen, um den Deppen hier zu besiegen. Ich mache nochmal ein... Sorry, ich mache nochmal Sicherheits-Quicksave. So. Oh, ups. Hab ich viel mit Leertaste verwechselt. So, Panzer Aeron, das nervigste Vieh in seinem Team ist jetzt auch mal, oder das eine der nervigsten. Vorteil ist, dass er so viele Stahl-Pokémon hat, deswegen hat er abgeschossen gegen uns. Weil wir bloß mit Erdbeben hier antanzen. Bam, Stolos kaputt. Willy! Ja, ich erinnere mich. Das hässliche Pflanzenvieh. Oh, puh, wie soll ich das jetzt down kriegen? Erdbeben gegen die Schockwelle auch nicht. Schlitz auch nicht. Ich mache Erdbeben. Ich mache Erdbeben. Das ist normal effektiv. Letterking hat so einen Gangangriff. Ja, toll. Ja, du bist zu toll. Du bist so toll. Ha, okay. So einfach geht das. Lepumentas. 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 Surfer! Surface! Boom. Metagross, nein, nicht wechseln. Oh, und wir haben noch so viel Zeit. Das läuft gut, das läuft sogar sehr gut. Jetzt ist ein Amaldo-Typ Käfergestein, deswegen ist Surfer effektiv. Zack. Und wir sind nochmal ein Level Up. Und damit haben wir ihn. Spiel über sie. Champ Troy. Troy. Ich, der Champ, habe verloren. Dir gebührt alle Ehre, ihr Taxo. Du bist ein wahrer, edler Pokémon-Trainer. 11.600. Herzlichen Glückwunsch. Die Gefühle, die du deinem Pokémon entgegenbringst und die Pokémon, die du auf diese Gefühle mit aller Kraft und die Pokémon, die dir die auf diese Gefühle mit all ihrer Kraft antworten. Sie werden eins und bringen eine weit größere Stärke hervor. Und so gehört der Sieg heute dir. Du bist mit Recht höhensneuer. Taxo, ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Wie? Wo? Was soll das? Taxo, das kann nicht sein. Es ist schon vorbei. Siehst du, was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen um Taxo machen. Taxo, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg besiegt hast, wusste ich, aber dass du dann sogar Champ geworden bist. Oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Oh, du hast 114 Pokémon gesehen und 11 Pokémon gefangen. So langsam bekommst du den Bogen raus, aber es wird immer schwieriger werden. Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Letaxo, nein, neuer Champ, komm mit mir. Tut mir leid, aber
Diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Warte bitte draußen mit dem Professor. Ja. Ich mache nur Spaß, ist schon okay, so sind die Regeln. Ich sag's so ehrlich. Herzlichen Glückwunsch! Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreib mir deinen Namen nieder, als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat, und den Namen deiner Partner ebenfalls. Zamperix, Letterkin, Schwalbini, Zigzag, yeah. Letaxo, ID 51180, Spielzeit 10 Stunden und 14 Minuten. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Ja, was gibt's jetzt noch zu sagen? Ich würde sagen, das war ein erfolgreiches erstes Let's Play. Ich danke mich fürs Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja. Jo. Ich finde das Spiel immer noch genial, auch wenn es vor so vielen Jahren rausgekommen ist. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen. Es ist einfach episch. Auch wenn es so viele gab, ich wollte es einfach als erstes haben, als erstes Let's Play, weil es ist einfach das Spiel, womit ich aufgewachsen bin. Es war mein erstes Real-Life-Spiel, das habe ich aber auch schon oft gesagt, und ja, war schön, würde ich sagen, war wirklich schön. Das nächste Let's Play, mal gucken, was es wird. Vielleicht schon Minecraft, wer weiß. Ja, an dieser Stelle möchte ich den Erfindern von Pokémon danken. Ich grüße meine Fans, ich grüße meine Familie. Nein, also, wisst schon, was ich meine. Ja. Damit wär's dann vorbei. Part 30, ich hab's geschafft, bei unter 30 bzw. 30 Parts zu brauchen, um dieses Spiel durchzukriegen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Oh, sorry, wegen der Maus, scheiße. Puh. Also, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich das schaffe, aber...